Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Grandia. Gaia ist wieder erweckt worden und hat sich ausgebreitet. Nun sollen wir wieder zurück zur J-Basis. Und ich will jetzt gerade nicht kämpfen. Nein, 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 lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Hier irgendwie vorbei. Und auch die Monster, die sind schon von Gaia besessen. Wir müssen aber Gaia jetzt aufhalten. Ah, verdammt. Es hat natürlich nicht geklappt. Gaia Schlange. Na egal, dann machen wir die jetzt schnell down. Wenn die mich lassen. Denn ich spüre schon irgendwie, dass wir nahe des Finales sind. Das wird nicht mehr lange dauern. So, Rap, dann zeig mal deine neue Fähigkeit, Feuerbrenner. Hat Justin eigentlich auch was Neues gelernt? Ich weiß es gerade nicht. Ja, Kälte kennen wir aber auch schon. Ansonsten das hier. Juice beste Spezialtechnik gegen Feind. Nice. Sah ja gar nicht mal so schlecht aus. Hier glaube ich ist gar nichts, bis auf natürlich Ende der Welt. Ja, ansonsten gibt es hier nichts Neues. Auf was können wir denn jetzt gehen? Mal gucken. Ich würde sagen, wir gehen auf ein Beben. Warum nicht? Oh, Earth, awaken! Vielleicht trifft die ja sogar noch die drei da hinten. Nee, sind nur zwei. Schade. Aber vielleicht hätte ich dann eher in der Mitte machen sollen. Naja, was soll's. Himmel und Erde. Ich glaube, die Attacke war ziemlich stark. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es war ziemlich stark. Oh, Justin erreicht Stufe 32. Nett, nett. Gut, aber ich möchte jetzt endlich Gaia aufhalten. Und wir müssen halt nur noch hier durch. Keine neuen Items. Es sind einfach nur stärkere Monster hier. Alter! Alter! Sind die mir gerade gefolgt, die Mistviecher? Diese Gaia-Hörner. Das sollten wir ändern. Alle zusammen. Okay, sie rufen noch mehr. Das heißt, ich kann mir einen Drachenzap leisten. Hier ein Erdbeben. Hier ein... Ah, verdammt. Versuchen wir ein Heuler. Hier. Oh, Lightning, strike down the enemy. Naja, vielleicht reicht das sogar aus, hier der Drachenzap. Ich glaube schon. Und nichts? Keine Stufe erhöht? Das ist aber ziemlich schwach gewesen. Das war jetzt schwach. Nicht mal Wind oder Feuer oder was auch immer das war. Nichts erhöht. So hoch. Hier lang.
Haut ab, ihr Mistschlangen. Die finde ich noch am nervigsten. Da finde ich die anderen ja noch besser. Gut, mich interessiert gerade, wie die heißen. Verdammt, jetzt bin ich voll reingelaufen. Egal, da sehen wir schon mal. Gaia Affe, okay. Ja, dann machen wir doch mal... Ja, Flammengeschoss. Das wird wahrscheinlich nicht reichen, aber wir kriegen immerhin was auf Feuer. Erfahrungspunkte mäßig. Sepp alle. Wascher. Ja, Heuler ist ein bisschen schlecht, deswegen werde ich jetzt einen Läufer einsetzen. Weil wir ja ganz nah dran stehen. Ja, vielleicht reicht das sogar jetzt schon aus. Ah, okay. Könnte ein bisschen mehr sein. Was nehmen wir denn jetzt? In dem Graben. Was soll der Geiz gerade? Erstmal einen schönen Läufer, damit wir alle was abbekommen. Windstufe erhöht. Genau das, was ich haben wollte. Nichts Neues. Dann werden wir jetzt normal angreifen. Sollte eigentlich ausreichen. Wollte gerade sagen. Das reicht aus. Genau, jetzt sind wir draußen. Sehr schön. J-Basis. Zurück. Dann gehen wir wieder rein und ich denke mal, wir müssen bestimmt zu der Kommandozentrale gehen. Aber vorher... Ne, nicht speichern. Ich wollte heilen. Einfach nur heilen. Und dann werden wir mal zur Kommandozentrale gehen. Mal schauen, ob da jetzt jemand ist. Weil hier ist nichts anderes. Also. Müssen wir jetzt hier was machen? Hier. Auf der. Oh, die Seite? Habe ich noch gar nicht gesehen. Okay. Was ist das jetzt hier? Dampfmaschine. Boah, es wird hier immer lauter. Es wird hier immer lauter. Der Tag, an der. Was? Der Tag, an dem die J-Basis ihre wahre Macht zeigt, ist gekommen. Die J-Basis ist keine reine Armeebasis. Sie ist eine alte Waffe der Angelo. Ach genau, da war ja irgendwas. Angelo plus, ja, mit unserer Technologie zusammengemischt. Sie nennen sie eine Dampfkanone, aber die Dampfmaschine kontrolliert sie nur. Im Kern ist uralte Spitzentechnologie. Aber ich komme hier nicht runter. Da, ich will hier runter. Ich komme aber da nicht an der Leiter runter, warum auch immer. Kontrollraum. Ach, hier ist er.
still no good. You still can't get a hold of Lean. At this rate, we can't move. Merlin? What in the world is happening? Where is Lean? Justin? Why is Fina here? Lean couldn't have gone on alone. No, it can't be! Alle aufgepasst! Von jetzt an sind die Systeme der J-Basis unter meinem Kommando. Ich wiederhole. Alle Systeme der J-Basis sind unter Leutnant Leans Kommando. Komm sofort zurück! Lean! Ich weiß, dass du da bist, Fina und auch Justin. Ich kann fühlen, dass ihr da seid. Nun, da wir bald wieder eine Tragödie aus der Vergangenheit wiederholen, möchte ich euch etwas erzählen. Von der Macht der Akarier abhängig zu sein, bedeutet nur, das traurige Verderbnis der Mythen zu wiederholen. Ich bin hier, um dieser Operation Einhalt zu gebieten. Und nicht in mir. Die eigentliche Macht zur Rettung der Welt, diese Macht ruht in Fina und nicht in mir. Diese Macht bist du, Justin. Es ist nur, deine Macht ist noch gering und schwer zu greifen. Deshalb werde ich euch Zeit verschaffen. Ich werde euch die Zeit verschaffen, diese Welt zu retten. Vielleicht besteht das Leben nur aus der Wiederholung der immer gleichen Fehler. Gaia ist auch aus diesen Fehlern entstanden. Herr Mullen, Sie waren derjenige, der sagte, dass diese Flügel das Symbol solcher Sünden seien. Doch sollte ich die Sünden derjenigen, die euch gequält haben, lindern können? Kann ich Stolz selbst auf diese verfluchten Flügel empfinden? Was sagst du da, Lean? Ich sollte der sein, der das sagt. Ich wollte dich von diesen Flügeln befreien, die dich so quälen. Das war seit langer Zeit. Das Volk der Welt darf nicht in den zukünftigen Schlachten dieselben Fehler machen. Sie müssen neue Wege gehen und kämpfen für eine unbefleckte Welt. Und die Person, die das tun kann, it's you, Justin. I know that it is you that can do this. You will find the answer that will break the chain of sad fate that binds this world. Wait, Lean! What am I supposed to do? Colonel Mullen, please hear me out to the end. I love you more than anyone else. Much, much more. Lean! Wow, also was soll ich dazu sagen? Also ich fand es ein bisschen verstörend, dass man die deutsche Synchro und die englische da irgendwie, also einfach nur irgendwie die deutsche Synchro da vorgeklatscht hat. Ganz ehrlich, da hätten sie einfach die englische lassen können und fertig. Das hörte sich echt komisch an. Also ich kann nichts ändern, ne? Also ich könnte das jetzt nicht umschreiben oder so. Ja, ich find's nur ein bisschen dumm, dass sie das so geregelt haben. Okay, Lean versucht gerade gegen Gaia allein anzutreten und sie ist, naja, wer hat's gedacht, in Oberst Mullen verliebt. Fina
wahrscheinlich in Justin. Und Justin und Fina sind irgendwie, ja, der Schlüssel zum Sieg. Sollen wir das mal einläutern? Ich denke mal schon. Mullen, wo ist Lean hingegangen? Wie kann ich dorthin gelangen? Mullen! Es müsste ein Stück der Treppe rauf in den Türen in einen Raum geben. Draußen, vor dieser Tür, ist die Dampfkanone, die benutzt werden wird, um Gaias Angriffen zu stoppen. Lean ist wahrscheinlich dort. Okay, bin ich jetzt allein unterwegs? Ja, gerade schon, Moment. Oh nein, meine Schwester! Fina, halt du die Stellung, Fina. Lean, meine große Schwester. Ja, okay, wir sind tatsächlich alleine. Toll. Hey, Jules, hast du den Blick ihrer Augen gesehen? Sie ist bereit zu sterben. Du wirst sie aufhalten, klar? Beeil dich, Jules, vorwärts, voran! Aber die Macht der Ikaria kann nur von den beiden Zwillingen kommen. Lean alleine kann sie nicht rufen. Warum? Warum konnte die Antwort lauten, die Lean gesehen hat? Wie konntet ihr... Okay, wir sind leider alleine. Moment. Ach so, wir müssen zurück. Da gab es ja den Dampfraum und jetzt kommen wir wahrscheinlich dort runter. Ab in den Maschinenraum. Ah, jetzt ist es. Das war versperrt. Jetzt haben sie einfach nur das Licht angemacht, oder wie? Ich habe irgendwie noch Geld gesehen, aber... Ist da hinten irgendwas? Ach so, ist einfach nur eine Sackgasse. Alles klar. Dann mal los. Dach. Hier schannte sie. Tu es nicht, Lean!